So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Und zwar geht es heute um Forza Horizon 4. Ich habe mir nämlich vorgenommen, zu jedem Rennen ein kleines Video zu machen mit unterschiedlichsten Autos und den unterschiedlichen Klassen sowie Rennen, die wir in Forza Horizon 4 spielen können. Es ist so, dass die Videos damit auch nicht so groß werden und ich die Videos auch schneller für euch hochladen kann. Es wird zwar noch ein paar große Videos geben, die ich auch zusammengeschnitten habe. Allerdings ist es so, dass diese Videos natürlich auch relativ lang gehen und die auch sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und diese Zeit habe ich leider durch mein Studium nicht mehr so. Das heißt, es wird eher hier detaillierte kleine Videos geben, die eben auch wesentlich weniger Arbeit und Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ich möchte euch heute hier ein Straßenrennen zeigen. Und zwar, es ist Winter. Das Straßenrennen heißt The Meadows Sprint. Und das möchte ich euch zeigen mit dem Saline S5 Raptor, den es zuletzt in Forza Horizon 1 gab. Und in Forza Motorsport 4, das ist lange her. Ich muss allerdings ehrlich sagen, dass die Spielehersteller hier sehr geschlunzt haben, weil wenn ihr euch das mal so anseht, dann seht ihr hier vorne die Anzeigen für ja, kmh, für die Drehzahlen und wahrscheinlich für den Druck des Autos. Und die Details hier, die sehen nicht nach Next Gen aus. Das heißt, die wurden einfach so von früher übernommen, weswegen auch diese Rundungen hier sehr eckig aussehen. Also das ist ja nicht wirklich rund. Das sieht man ja, dass das auch ziemlich eckig hier aussieht. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und zum anderen ist, wenn ich mich hier so bewege, dass ich so irgendwie halb meinen Körper sehe. Das ist auch nur bei dem Auto so. Das ist bei keinem anderen Auto mir so aufgefallen. Und da merkt man halt einfach, dass die das irgendwie einfach so übernommen haben. Und ja, sich da nicht so viel gedacht haben. Aber egal, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Wir starten jetzt einfach mal das Rennen und gucken, wie sich der Saline S5 Raptor macht. Den ich übrigens nicht wirklich irgendwo auf amerikanischen Straßen gesehen habe. Den Saline S7 ja, aber den Saline S5 Raptor nicht. Das ist sehr komisch. Ja. Dann wollen wir mal.
Ja, wir haben gewonnen, aber der Lambo, der hinter uns war, der hat es am Schluss auch ganz schön aufgeholt. Glaub, wenn ich mich da nicht davor gestellt hätte, dann hätte der auch wohl gewonnen. Wie habe ich den überhaupt getunt, den Saline S5 Raptor? Ich habe den auf Allrad getunt, der hat Winterreifen drauf und der hat, ja, nochmal hier so einen größeren jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Boah. Ja, so einen größeren Turbolader hat der vor allen Dingen drin, weil das mache ich immer gerade auch für Offroad. Das ist jetzt zwar kein Offroad-Auto, könnte man ausprobieren, aber ich bezweifle, dass das gut ist. Offroad-Autos, die bekommen von mir immer Allrad und einen besseren Turbolader und natürlich auch Offroad-Federung. Der hier hat jetzt natürlich keine Offroad-Federung, der hat die Rennfederung halt drin und eben Winterreifen und damit hat der eigentlich ein sehr gutes Handling. Und ich finde, die Beschleunigung von dem Auto war jetzt auch sehr annehmbar. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, das war's auch schon zu diesem kleinen Video hier. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht zuzugucken und ich konnte euch hier ein bisschen was zeigen. Ja, und demnächst, wie gesagt, werden eben kleinere Videos folgen, indem ich möglichst gucke, dass ich euch mal alle Rennen zeige. Ich habe Fortune Island auch schon durchgespielt, sonst hätte ich dieses Auto jetzt wahrscheinlich auch gar nicht. Werde euch natürlich auch Gameplay dazu zeigen. Das ist ja die erste Erweiterung von Forza Horizon 4. Und ja, wie gesagt, ist auch sehr spannend und die Grafik, sage ich mal, fasziniert durch die bestimmten Wetterverhältnisse, die auf dieser Insel herrschen, natürlich auch noch mal ganz anders. Also das macht auch richtig Spaß auf jeden Fall, weil es eher so unwettermäßig eben ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.